Die Juden und die Christen. Allah Ta'ala, er nennt sie im Koran immer wieder was? Ahlul Kitab. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Weil der Koran, er erhöht ihre Stellung dadurch, dass er sie wie nennt? Ahlul Kitab. Und er spricht sie auch so an. Und er sagt, ja, Ahlul Kitab, oh Leute der Schrift. Und das zeigt uns ganz klar, dass Muslime gar nicht antisemitisch sein können. Warum? Weil der Koran nämlich von ihnen verlangt, dass sie die Ahlul Kitab respektieren. Das sind Leute der Schrift. Das sind Anhänger von Propheten, an die wir ebenfalls glauben. Jetzt könnte aber jemand entgegnen und sagen, ja, aber ich meine, wir wissen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar in seiner Zeit gegen Juden gekämpft. Das ist übrigens das, was der ehemalige Bundespräsident bei der Islamkonferenz in seiner Rede jetzt gesagt hatte. Er meinte, der Antisemitismus sei tief verwurzelt in der islamischen Geschichte. Völliger Unsinn. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegen die jüdischen Stämme gekämpft? Weil sie Juden waren? Weil sie Aggressoren waren. Es hat nichts damit zu tun, dass sie Juden waren. Er hat auch gegen die Quraysh gekämpft. Sage ich jetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte was gegen Araber gehabt? Blödsinn. Er hat sein eigenes Volk, seinen eigenen Stamm bekämpft. Ja? Abu Bakr hätte fast seinen Vater getötet in der Schlacht von Badr. Einige Sahaba haben sogar ihre Väter und ihre Brüder getötet. Heißt, ich bin jetzt als Araber ein Anti-Arabist oder wie nennt man das? Keine Ahnung, wie man das nennt. Ja. Blödsinn. Das hat lediglich was mit Aggressoren zu tun. Es hätten auch genauso Muslime sein können. Wir wissen, Muslime haben gegen Muslime gekämpft. Und Allah Ta'ala spricht das im Koran an, dass wir gegen die Bura, gegen diejenigen unter den Muslimen, die uns angreifen, kämpfen müssen. Hatta tafi'a ila amri Allah. Heißt das, dass ich jetzt ein Anti-Muslim bin oder als Muslim? Das ist Quatsch. Ja? Es gab bestimmte historische Ereignisse. Die gab es. In Medina. Und in Medina haben Juden gelebt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sie nicht bekämpft, weil sie Juden waren, sondern die Aggressoren waren. Unser Prophet hatte eine jüdische Frau gehabt. Und war aber Antisemit. Wer war seine Frau gewesen? Wie hieß die jüdische Frau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Safiya. Binte. Ja? Huwayy ibn Akhtab. Ist einer der Anführer der Juden gewesen. Und es war die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen, dass gerade auch in unserer heutigen Zeit das Judentum nicht nur als Religion gesehen wird, sondern auch als was? Als eigene Ethnie, Abstammung. Und deswegen, viele der Juden, die heute in Israel leben, sind von der Abstammung her Juden, aber sind Atheisten. Sie glauben gar nicht an Gott. Sie glauben nicht an Gott, aber sie nennen sich selbst was? Trotzdem Juden. Das heißt in anderen Worten, Sophia ist eine muslimische Jüdin gewesen und ist die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Wie kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Antisemit gewesen sein, wenn er eine jüdische Frau hat? Wie kann ein Muslim ein Antisemit sein, wenn der Koran ihm erlaubt, eine Jüdin zu heiraten? Das heißt, meine eigenen Kinder, und ich darf meine jüdische Frau nicht zwingen, den Islam anzunehmen. Ich muss sie respektieren, ihre Religion. Meine eigenen Kinder sind aus Sicht des Judentums Juden. Wenn ich eine jüdische Frau habe, wie soll ich da ein Antisemit sein? Soll mir mal jemand erklären? Der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind frei von Antisemitismus. Es geht um Aggressoren. Unabhängig davon, ob Juden, Christen, sogar Muslime. Ja, aber leider, es ist, ja, es wird immer wieder falsch dargestellt. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.